meine Freunde, und bitte herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Moberabotagen und mehr. Heute erfolgt das Quassel-Video etwas anders. Nun, ich habe ja gesagt, dass ich etwas kürzer treten möchte, und aus diesem Grund werdet ihr erstmal mein Face nicht mehr sehen. Deswegen gibt es nur eine Audiospur mit einem schönen Böhlener Hintergrund. Trotzdem möchte ich mich wieder einmal sehr an den Michael bedanken für das tolle Material, was er mir zur Verfügung gestellt hat. Und das werdet ihr natürlich jetzt auch zu sehen bekommen. So, und jetzt wollt ihr sicherlich noch wissen, was passiert denn morgen zum Samstag oder zum Sonntag. Nun, das weiß ich noch nicht. Ich werde erst einmal versuchen, ein Fahrvideo zu gestalten, das diesmal etwas anders erfolgt als gewohnt. Kein Hubschrauberflug und auch keine Musik im Hintergrund. Ich hatte mir gedacht, ich mache mal eine Art ASMR. Wer das schon mal gehört hat, nun, das ist ja auch interessant. Ob das jetzt klappt, weiß ich nicht. Dazu muss ich natürlich auch das Mikrofon wieder an ganz bestimmte Stellen richten oder positionieren. Oder die Kamera dann mit dem Mikrofon, externem Mikrofon, versehen. Ob mir das gelingt, das weiß ich nicht. Es werden auf jeden Fall zwei neue Züge zum Einsatz kommen, oder sagen wir mal Überraschungen. Lasst euch einfach überraschen von den Zügen, was es ist. Der ein oder andere kann es sich schon denken, aber ihr werdet es ja morgen sehen. Wenn es kein Fahrvideo geben sollte, werde ich mich um die Videos kümmern, diese versuchen zu digitalisieren, die ich in der Schweiz damals aufgenommen habe, von 1998. Das war auch schon eine tolle Reise und die Ausschnitte sagen alles. Man wird wehmütig und möchte gerne wieder zurück dorthin, aber man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Na gut, jetzt habe ich genug gequasselt, gefaselt und meinen Beitrag dazu gegeben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Trainspotting von Michael. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir da ein Like da. Nette Kommentare und Kritiken könnt ihr auch da lassen. Insbesondere was mein Gequassel angeht. Weil das Trainspotting ist eigentlich mehr als perfekt. Und ich bin froh, dass es noch Leute gibt, die mich da unterstützen. Natürlich auch an alle anderen, die mir jetzt nichts geschickt haben, aber sonst auch immer was geschickt haben. Wir wissen ja alle, dass es nicht so einfach ist zurzeit. Aber, na, sagen wir mal, Film ab. Na dann.